Hallo, ich bin's, Cardi, der Coldmirror-Account. Das nervt mich voll an. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe jetzt an YouTube eine Mail geschrieben, dass sie mir mal sagen, was ich jetzt drauf behalten darf und was nicht. Also der Extreme Coldmirror-Kanal, ja, der ist jetzt da. Erstmal schauen, was denn Warner Brothers jetzt überhaupt von mir will. Mike, hier, kennst du diese Sonnenblumenkerne, geröstet und gesalzen? Die kannst du saunig verdauen, ey. Hey! Ich wollte gerade meinen Vlog machen! Guten Tag. Wie mein fast nicht von mir zu unterscheidendes Stunt-Double gerade erzählt hat, der Goldmüller-Account ist wieder da. Wahnsinn! Somit ist der Extreme Cold Mirror Account eigentlich sinnlos. Ich würde euch aber vorschlagen, beide zu abonnieren, einfach für den Fall, dass mal wieder was bei Cold Mirror ist. Also, ich werde jetzt alle meine neuen Videos auf Cold Mirror hochladen. Hoffe, dass ich von YouTube eine offizielle Antwort kriege, denn ich habe ihnen eine Mail geschrieben und gefragt, ja, wie sieht es jetzt aus, darf ich die online behalten? Weil ich möchte sie jetzt nicht alle löschen, um nachher zu erfahren, ja, die hättest du eigentlich online lassen dürfen, weil es ist uns eigentlich egal. Aber wenn die sagen, nee, du musst sie leider runternehmen, dann mache ich das natürlich. Der Extreme Cold Mirror Kanal ist somit etwas inaktiv. Ich werde die Videos dort, glaube ich, privat schalten, dass eben die ganzen Videos wieder auf meinen Hauptkanal gehen. Und an alle, die irgendwie geschrieben haben, oh Mann, das ist scheiße, wir wollen Cold Mirror wieder. So, an alle, die irgendwie Videos gemacht haben für mich, die mir Mails geschrieben haben, die ich noch nicht beantworten konnte und überhaupt und alles. Ich will jetzt ein Herzchen machen, aber ich muss die Hand benutzen, um die Kamera zu halten. Thank you. I love you. Das war's. Jetzt kommt noch was Witziges, damit ihr nicht extrem gelangweilt von diesem Statement seid. Hier, Sonnenblumenkerne. Schmecken zwar gut, aber man kann sie nicht verdauen. Es tut weh, wirklich. Ich rate keinem, esst, wenn ihr Sonnenblumenkerne im Ganzen esst. Kaut die bloß gut durch. Das ist mein gut gemeinter Rat an euch heute.